Hallo und herzlich willkommen zurück nach langer, langer Zeit zu einer neuen Runde Mathe. Heute machen wir auf Wunsch von ein paar Zuschauern das logistische Wachstum. Ihr seht hier schon mal die Formel von dem für das logistische Wachstum. Nicht sehr hübsch, sieht erstmal furchtbar aus. Aber man kann die auseinanderpflücken wie die anderen Wachstüme auch. Erstmal, wie sich das logistische Wachstum zusammensetzt. Also, das hat man kreiert. Weil das exponentielle Wachstum wollte man trotzdem haben. Zum Beispiel für irgendwelche Bakterien, die kennen wir ja schon. Die vermehren sich ja exponentiell. Aber wenn die halt an eine Grenze laufen, dann werden das immer weniger. Das heißt, das beschränkte Wachstum müsste hergezogen werden. Und dazu hat man eben das logistische Wachstum genommen. Das ist dann sozusagen ein Mix aus beiden. Ihr kennt es schon, B von T. Also wer es nicht kennt, sollte sich die Videos davor noch angucken. Aber ja, B von T ist der Bestand, also die Menge, die gerade da ist. So Beispiel haben wir da Bakterien. Fangt auch mit B an, perfekt. B von 0 haben wir hier unten. Das ist einfach der Anfangsbestand. Das heißt, die Menge an Bakterien ist auch irgendwie abhängig von dem Anfangsbestand von Bakterien. Dann seht ihr hier eine 1, die kennt ihr wahrscheinlich. Das ist eine 1. K ist wieder eure Proportionalitätskonstante. Ich weiß zwar nicht genau, wie die beim logistischen Wachstum heißt, aber ich nehme mal an, die kann man da gleich bezeichnen. T ist wieder der Parameter für die Funktion, also hier seht ihr das auch. Steht ja wieder in der Funktion drin. Also die Zeit kann man in Sekunden, Minuten, Stunden, Jahren, was auch immer angeben. Und hier haben wir eben die Schranke. Da auch und da auch. Das heißt, wir haben dreimal die obere Schranke angegeben. Aber wir haben jetzt eben auch diesen Riesenbruch hier und innerhalb des Bruchs nochmal einen Bruch. Ja, ist nicht so schön, aber man muss halt damit rechnen, wenn man logistisches Wachstum benutzen will. Deswegen würde ich mal vorschlagen, wir modellieren uns mal so eine schöne Funktion, die dann unser logistisches Wachstum ist. Sagen wir mal. Wir hatten noch hier sicher schon irgendwelche schönen Ideen. Na, warum tappt das denn jetzt nicht rein? Naja. B von 0, ihr seht's, ich bin ein bisschen aus der Übung mit dem Tippen. Sagen wir am Anfang sind, na, sagen wir 1000 Bakterien. Die Schranke liegt bei, wie viele Bakterien passen in unsere Gläser rein? Ist. Nicht abhängig. Sagen wir, bei uns passen 20.000 Bakterien rein. Und wir haben nach. Ui, das wird jetzt relativ eklig zum Ausrechnen. Wir haben nach 5 Tagen 10.000 Bakterien. Ich habe keine Ahnung, was da rauskommt. Aber wir werden schon sehen. So, das heißt, wir setzen das jetzt alles mal ein. Wir machen das gleich für B von 5. Dann können wir das nämlich alles hier schon machen und kriegen K raus. Wird wahrscheinlich ein sehr seltsames K werden, aber okay. Zuerst mal 10.000 gleich 20.000 mal. So, jetzt dauert es wieder, bis ich die Formel gefunden habe. Was ist denn? Eins durch eins plus ups, e hoch minus. Das Minus darf man, glaube ich, nicht vergessen. Das ist nicht so toll, wenn man das vergisst. Mal 20.000 mal 5, also s mal t 20.000 mal 5, das kann man gleich ausrechnen, das wären 100.000. Ich hätte mir auch kleinere Zahlen aussuchen können, aber weil ich es kann oder auch nicht kann, das wird sich gleich rausstellen. Kopfrechnen verlernt man ein bisschen auf der Uni, kann ich euch jetzt schon mal sagen. Deswegen. Und auch Rechnen und Taschenrechner machen wir auch gar nicht mehr. Minus 1, Klammer zu. So, geht doch noch mit dem Tippen. Okay, gut, was machen wir jetzt als nächstes? Zuerst mal würde ich sagen,
Wir teilen durch 20.000, das macht ja am meisten Sinn. Nicht, dass ihr denkt, ich bin schon fertig. Jetzt. So, jetzt sieht es doch schon mal ein bisschen besser aus. Jetzt können wir den ganzen Kram hier. Ich mag das da ehrlich gesagt nicht im Bruch. Deswegen packe ich das jetzt einfach mal darüber, indem ich mal das aus dem Bruch hier mache. Also wenn ich mal das mache, dann kommt es ja einfach auf die andere Seite genauso, wie es da war. Ich muss ja beide Seiten multiplizieren. Auf der Seite kommt es halt oben auf den Bruch, weil da stand mal 1 vorher. Und auf der Seite verschwindet es durch den im Bruch, dann wird hier theoretisch auch nur 1 kommen. Genau, 1 durch 1 ist 1, aber ich will den Bruch behalten. Nee, will ich eigentlich nicht. Ihr habt recht, macht keinen Sinn. 1. So, jetzt mache ich hier noch auf der Seite mal 2, dann lässt sich das schon ein bisschen besser rechnen. Und schon sieht das Ganze viel, viel schöner aus. Jetzt muss ich noch irgendwie mein Programm dazu kriegen. Sehr schön. So. Also ich habe jetzt mal diese Seite gemacht. Das, was hier unten im Bruch stand. Und auf der linken Seite hatte ich ja ein Halb. Da habe ich einfach mal 2 gemacht. Dann kommt dieses ein Halb hier auf der Seite weg und einfach auf die andere Seite. Und schon sind wir unsere ganzen Brüche los. Das ist doch mal schön. So, jetzt kann ich hier noch minus 1 machen auf beiden Seiten. Das sind einfach jetzt Äquivalenzumformungen. Ihr könnt euch das ja mehrmals angucken. Ich nehme nicht an, dass ihr da so die Probleme mit haben werdet. Ja. Und jetzt sollte ich wohl rechnen. Kürzen wir erstmal 1000 raus. Das lässt sich ja zum Glück freiwillig kürzen. 20 minus 1 ist meistens 19. Ups. Die Klammer macht dann natürlich dann wenig Sinn. Mal 19. So. Ja. Ach, und ich sehe gerade, ich war total blöd. Das tut mir jetzt wirklich leid. Ich habe da einfach ein K vergessen. Das ist ja gerade das, was wir rauskriegen wollen. Hier, unser K. Aber das macht ja nichts, das wird ja einfach immer mitgezogen. Mit dem habe ich ja bisher noch gar nichts gemacht. Ja. Dann teilen wir mal wieder durch 19 und es kommt ein 19 raus. Na super. Sehr schöne Zahlen, aber. Naja. Und wenn wir jetzt den LN wiederziehen, ihr kennt das ganze Spiel ja schon. Dann steht. Moment. Das ist noch nicht fertig. Dann steht das da. Und wir haben ein wunderschönes K oder auch nicht. Yay. LN, Doppelbruch, alles Mögliche. Naja, es muss ja auch nicht immer im Abi eine schöne Zahl rauskommen. Deswegen habt ihr hier jetzt mal ein K. Und das bedeutet, wir können unsere b von t modellieren, indem ich einfach diese Gleichung hier kopiere. Und da einfüge. Und ich nehme an, ihr seht es noch. Wenn nicht, bitte schreibt es in die Kommentare, da muss ich nochmal drehen. Ja. B von t bleibt immer stehen. Das ist ja eine Funktion. S kommt einfach 20.000 rein. Und jetzt sehen wir schon, hier unten steht minus k mal s. S ist 20.000 und K wird durch 100.000 geteilt. Das heißt, man kann einfach den ganzen Mist hier nehmen und mal 20.000. Wenn ich jetzt da mal 20.000 mache, was ist denn das dann? 5. Tatsächlich. Wow. Schon besser. Aber immer noch nicht schön. Tut mir leid. Ja, geil. In einem Bruch eine Potenz mit einem Doppelbruch und Logarithmus, ne? Das ist nicht so schön. Also ich will hoffen, eure Lehrer meinen es besser mit euch. B von 0 bei 1000. Und ihr wisst ja, das kann man kürzen. Das ist ja dann wieder 20 und 20 minus 1, also 20. 20 minus 1 ist 19. Aber da man so einen Faktor normalerweise vorne dran schreibt, mache ich das jetzt mal so. So. Und das wäre jetzt eure Funktion b von t, die eure Bakterien modelliert. Ja. Sehr schön. Way. Ja. Gut.
Dann machen wir jetzt noch die Ableitung. Das ist ja eigentlich das, was wir wissen wollen, beziehungsweise die Differentialgleichung. Ich erspare euch jetzt mal, das alles von Hand abzuleiten. Ich glaube, da werdet ihr einfach nur Kirre bei. Und zwar, den K kann man ja löschen, den kann man ja da unten auslesen. Also die Funktion da unten. Wobei, behalten wir es mal. Ihr werdet gleich sehen, warum. Ich schiebe jetzt allerdings das mal ein bisschen nach oben. So, die Funktion bzw. die Ableitung ist wie folgt definiert. Ja, nicht f. B-Strich von t. Ist gleich. So. Jetzt müsst ihr das, ihr könnt es auch überprüfen. Also ihr könnt euch die selber herleiten, wenn ihr wollt, indem ihr einfach diese Gleichung hier, die da, komplett selber ableitet. Ist ein Haufen Aufwand, würde ich nicht machen. Vertraut einfach euren Lehrbüchern, Schrägstrich Wikipedia, Schrägstrich euren Lehrern, Schrägstrich weiß auch immer wen, dass es so stimmt. K mal die Funktion, die ursprüngliche, mal die Schranke minus die ursprüngliche Funktion ist die Ableitung. Mehr ist es nicht. Das heißt, ihr könnt euch jetzt ganz viel Spaß machen und das alles da einsetzen. Also überall hier, wo ihr B von T habt und überall, wo ihr S habt. S kann man übrigens wirklich einsetzen, das macht keinen Aufwand. Ihr könnt jetzt hier das K einsetzen, da das B von T einsetzen und da das B von T einsetzen und ihr habt eure Ableitung. Und die beschreibt euch, wie immer, was immer eine Ableitung tut, die Steigung dieser Funktion. Das heißt, ihr könnt berechnen, wie viel sich die Bakterien an Stelle 5 zum Beispiel oder an irgendeiner anderen Stelle vermehren. Das heißt, wie viele Bakterien gerade in der Minute dazukommen oder in der Stunde, je nachdem, was ihr angegeben habt. Ja, würde ich einfach in GTR eingeben, beide Funktionen. Ihr könnt im GTR auch Funktionen eingeben, die abhängig sind von anderen Funktionen. Das ist ein bisschen komplizierter, aber fragt da mal euren Lehrer. Der hilft euch da sicher gerne. Weil das bringt echt einiges und von im Kopf muss man so ein Crap eh nicht berechnen. Ja. Wenn dann noch Fragen sind, dann fragt einfach, wenn es größere Fragen sind, dann mache ich da nochmal ein Video zu und ansonsten beantworte ich es in den Kommentaren wie bisher. Und sorry, dass es so lange gedauert hat. Ja, ich bin mittlerweile auf der Uni und studiere Informatik. Und Informatik ist sehr, sehr viel Mathe, das heißt, ich habe da ganz viel Spaß damit. Oder auch nicht. Wenn ihr einen kleinen Einblick haben wollt, wie so das Mathe auf der Uni aussieht, kann ich dazu auch ein paar Videos machen. Wenn ihr euch das lieber nicht antun wollt, dann ja. Schreibt einfach in die Kommentare, was ihr wollt. Und ja, Fragen dazu natürlich auch. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.